Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Beeinflussen die Sternen und Sternbilder unseren Finanzen heute am 18. August 2017. Wir brauchen ein gewisses Gleichgewicht und ein bisschen Freiraum. Außer Pflichten und außer Sparsamkeit gibt auch Lebensfreude und das dürfen wir mal auch erlauben. Mit etwas Schönes uns selbst beschenken, also Geld ausgeben für etwas, was uns befreit oder glücklich macht. Und da bitte kein Schuldgefühl, aber auch nicht auf Kredit etwas zu kaufen. Und diese Lebensfreude gibt natürlich Luft zum Atmen. Und das Geld kommt im Gleichgewicht, weil wenn wir etwas ausgeben, was uns begeistert und haben wir diese Lebensfreude, das Geld kommt auch zurück. Woher kommt das Geld? Oder was unterstützt dabei? Das sind die Familie oder ein Betrieb, ein familiäres Betrieb. Worauf wir achten sollen, dass wir selbst die Finanzen im Hand haben und da dürfen wir die Überblick nicht verlieren. Und wenn wir etwas vorhaben zum Kaufen oder investieren, dann das bitte mit der Familie besprechen, ansonsten lieber schweigen. Wichtig ist heute, dass wir kein Geld ausleihen. Vielleicht ist das nicht heute die Nachfrage da, aber bei vielen Menschen nähert sich etwas. Und wenn wir Geld ausleihen, das kehrt nicht zurück und führt zum Enttäuschungen. Und das war mein heutigen Finanzenergie. Es ist natürlich möglich, das maßgeschnitten anfertigen, die richtige Zeitpunkt zu bestimmen. Auch wie kann man die Finanzen verbessern? Wo sollte man investieren und vor allem, wann sollte man investieren und wie ist die Gegenpartei? Führt es zu Enttäuschung oder bringt es Gewinn? All das kann man maßgeschnitten anfertigen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdatum. Und ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.